Was hofft ihr, hinter dieser Tür zu finden? Wissen, hauptsächlich. Altair war tiefsinnig und ein gewitzter Schreiber. Er baute diesen Ort als Archiv für seine Weisheit. Er sah viele Dinge in seinem Leben und lüftete Geheimnisse, beunruhigende wie verstörende. Wissen, das geringere Männer verzweifeln ließe. Besorgt euch das? Sophia, ihr solltet doch wissen, dass ich kein geringerer Mann bin. Ezio. Hat Altair Hinweise hinterlassen? Vielleicht etwas, was nur jene mit geschärften Sinnen sehen können? Danke. Man kann so Tipp anfordern, aber ich versuche es einfach mal so. Genau, das ist so richtig. Ihr kommt da hoffentlich lebend wieder raus. Das plane ich. Machen wir alle Fackeln an. Keine Bücher. Kein Wissen. Nur du, fratello mio. Requiescat in pace, Altair. Bist du fertig mit meinen Büchern? Ja. Einige gaben wir dem Polus. Der Rest kommt mit mir nach Alexandria. Gut. Sehr gut. Vater, das verstehe ich nicht. Warum eine Bibliothek erbauen, wenn ihr nicht vorhabt, dort eure Bücher... Du musst gehen. Wenn die Mongolen kommen, muss Masyaf leer sein. Verstehe. Das ist gar keine Bibliothek. Es ist eine Gruft. Sie muss versteckt bleiben darin. Fern von gierigen Fingern. Zumindest bis sie ihr Geheimnis weitergegeben hat. Ein Geheimnis? Geh, Sohn. Geh zu deiner Familie. Und lebe glücklich. Alles, was gut an mir ist, begann mit euch, Vater. In der ganzen Weisheit ist viel Verdruss. Und wer Erkenntnis mehrt, mehrt das Leid. Was sagt es dir denn? Was kannst du sehen?
seltsame Visionen und Nachrichten von jenen, die vor uns lebten. Von ihrem Aufstieg und Absturz. Aber was geschieht mit uns, Altair? Mit unserer Familie? Was sagt der Apfel? Wer waren die, die vor uns lebten? Was brachte sie her? Und wann war das? Befrei dich von dem Ding! Es ist meine Pflicht, Maria. Maria? Wo bist du? Wo ist sie? Tot, Vater. Erinnert ihr euch nicht? Sie ist tot. Wenn man dich fragt, sag, dass ich den Apfel verschickte. Sag ihnen, dass er in Zypern ist oder in Zipango. Oder dass ich ihn im Meer versenkte. Sag, was nötig ist, um die Leute von hier fernzuhalten. Der Apfel darf nicht gefunden werden, bis der richtige Zeitpunkt kommt. Nehmen wir uns den Apfel. Noch ein Artefakt? Nein. Du bleibst schön da. Ich habe genug für ein Leben gesehen. Desmond? Spricht er mit mir? Ich hörte deinen Namen bereits, Desmond. Vor langer Zeit. Und nun haftet er in meinen Gedanken, wie ein Bild aus einem alten Traum. Ich weiß nicht, wo du bist, oder wie du es schaffst, mich zu hören. Aber ich weiß, dass du zuhörst. Ich lebte mein Leben so gut ich es vermochte, ohne den Zweck zu kennen. Doch getrieben wie eine Motte zum Mondlicht. Und hier endlich entdecke ich die Wahrheit. Dass ich nur der Überbringer einer Nachricht bin, die sich meinem Verstand entzieht. Wer sind wir, die wir so gesegnet sind, diese gemeinsame Geschichte zu teilen? Über Jahrhunderte hinweg. Vielleicht wirst du die Fragen beantworten, die ich stellte. Vielleicht bist du der eine, der allem Leid doch noch einen Sinn gibt am Ende. Jetzt. Höre. Kannst du mich hören, Sifa? Kannst du mich sehen? Ah, da bist du ja.
gut. Ein seltsamer Ort, dieser Nexus der Zeit. Ich bin nicht gewöhnt an Berechnungen. Das war immer Minervas Domäne. Ich sehe, dass du noch viele Fragen hast. Wer waren wir? Was wurde aus uns? Was wünschen wir von dir? Du wirst Antworten bekommen. Hör nur zu und ich sage dir wie. Vor dem Ende und danach versuchten wir, die Welt zu retten. Wir bauten Gewölbe, um darin zu arbeiten, jedes einer anderen Methode der Rettung gewidmet. Errichtet im Untergrund, um dem Krieg über uns auszuweichen. Aber auch als Vorsorge sollten unsere Bemühungen scheitern. Das Wissen jeder Gruft wurde an einen einzelnen Ort übermittelt. Unsere Pflicht, meine, Minervas und Junos, war es, das Gesammelte zu sortieren und zu sichten. Wir wählten nur die aussichtsreichsten Lösungen und widmeten uns dem Test ihres Wertes. Wir versuchten 6 hintereinander, jede vielversprechender als die davor. Keine funktionierte. Und dann endete die Welt. Welt bebte für Tage. Die Feuer brannten wochenlang. Und als die Asche sich gesetzt hatte, lebten weniger als 10.000 deiner Art. Und viel weniger von uns. Aber wir machten weiter. Gemeinsam. Um aufzubauen. Zu erneuern. Höre. Du musst dorthin. Zu dem Ort, wo wir arbeiteten und scheiterten. Nimm meine Worte. Leite sie von deinem Kopf in deine Hände. Das wird den Weg öffnen können. Doch sei gewarnt. Vieles ist noch immer im Fluss. Und ich weiß nicht, wie alles enden wird. Weder in deiner Zeit noch in meiner. Wartet! Seine Werte stabilisieren sich. Etwas passiert. Er bewegt sich. Desmond, kannst du mich hören? Sohn?
Ich weiß, was wir tun müssen. Krasse Sache. Ja. Viel Zwischensequenz gerade, deswegen konnte ich wenig reden. Und wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, wir haben Assassin's Creed Revelations durchgespielt. Und ich habe es aufgenommen, durch. Ja, es hat mir sehr viel Freude gemacht. Also ich weiß gerade nicht, ob jetzt noch was kommt, weil bei Assassin's Creed Brotherhood kam ja nach, während des laufenden Credits noch, wurde noch irgendwas gesagt, von wegen. Ne? Und deswegen weiß ich jetzt gerade nicht, kommt jetzt noch was, egal, ich rede jetzt erstmal einfach mal kurz und lasse dann die Credits durchlaufen oder vielleicht skippe ich das dann auch irgendwann, irgendwie, keine Ahnung, wenn nichts Besonderes danach noch kommt. Ich wollte jedenfalls sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Let's Play mit euch gehabt zu haben. Und ja, falls ihr sehr interessiert seid in Assassin's Creed und auch mich cool findet, in Anführungszeichen natürlich, ne? Also wenn ihr mit mir leben könnt und so, dann verfolgt mich bitte weiter und so. Und ich meine, meine Community ist ja schon gut am Wachsen in letzter Zeit, so kommt es ist durchaus schon gut, kann aber noch mehr werden. Und deswegen würde es mich freuen, wenn ihr dann natürlich einzeln das Video dann kommentiert und liked und vielleicht dann noch und dann halt noch abonniert, um meinen Kanal voranzubringen, um auch da die Let's Plays generell voranzubringen, weil ich bin ja nicht nur auf Assassin's Creed spezialisiert, obwohl mir das ja halt am meisten Spaß macht und ich kann das spielen und deswegen werde ich das auch zum größten Teil machen. Ja, deswegen wird das so ein Hauptspiel sein, aber es werden auch andere Spiele kommen, keine Frage. Also ich habe ja zwischendurch auch mal ein bisschen NBA 2K gemacht, ich habe Far Cry 3 gemacht, ich habe ja durchaus auch andere Spiele gespielt, ich habe Grand Theft Auto mal ein bisschen gespielt und es werden auch andere Spiele kommen. Und deswegen, keine Sorge, da geht nichts zu Ende. Und es werden auf jeden Fall dann Assassin's Creed 3 jetzt kommen und danach 4 und danach Unity und danach Rogue vielleicht, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich Rogue und so und danach nach Rogue kommt dann Syndicate, das aktuelle und vielleicht kommt zwischendurch auch nochmal so ein kleiner Ableger, es gab ja auch da die kleinen Ableger, so Liberation HD gab es ja nochmal. Und es gab ja auch dieses Shiner HD-Ding, keine Ahnung. Habe ich auch nicht so verfolgt, kenne ich die Story noch gar nicht, Rogue kenne ich auch die Story noch nicht, habe ich auch noch nicht gespielt. Und es wird alles kommen, weil es gehört halt einfach zur Serie und ja. Genau, und deswegen, ja. Habe mich jedenfalls gefreut und wenn ihr weiter an mir Interesse habt, dann drückt den Abonnieren-Button unter dem Video oder direkt beim Gefällt mir-Knopf-Button. Könnt ihr abonnieren und seid Teil meiner Community, um halt immer up to date zu sein, wenn ein neues Video rauskommt. Seid ihr direkt dabei. Und ja. Was ich ganz gut fand, also jetzt nochmal über das Spiel zu reden, kann ich ja sagen, was mir gut gefallen hat. Was mir gut gefallen hat, erstmal zu den Pluspunkten. Ich finde die Animus-Insel cool, ich finde die Desmond-Story auch cool und ich finde cool, dass sie sozusagen diese Desmonds-Reise gemacht haben, damit man nochmal alles zusammenkriegt, auch für Leute, die jetzt zum Beispiel nicht diese Bücher gelesen haben, die Comics gelesen haben. Da gibt es ja so Comic-Dinger, so, die überhaupt nichts mit der normalen Story von den Spielen zu tun haben, die aber auch cool sind, habe ich gehört und vielleicht werde ich da auch mal mich reinarbeiten. Oder sonst irgendwie nachgelesen haben im Assassin's Creed Wiki. Ganz cool, also Desmond war eigentlich insgesamt ganz cool und dass man auch Subjekt 16 endlich mal gesehen hat, auch face to face. Und Clay Kaczmarek oder wie er hieß, gibt keine Ahnung. Und ja, das war ziemlich cool. Des Weiteren fand ich cool das Setting. Gab es auch coole Charaktere.
Was ich sage, Ezio, naja, war ein bisschen anders als in den letzten beiden Teilen. Also da hat er so ein bisschen den Witz verloren irgendwie, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht genau. Muss man auch sagen, Sophia fand ich nicht so gut. Also, ja, fand ich nicht so gut, weil, hat irgendwie für mich nicht so gepasst. Also es ging, dass sie drin war, war gut, der Charakter war an sich gut, aber dass da so ein Liebesding draus wird mit Ezio, hat mich irgendwie enttäuscht. Ich weiß nicht, also fand ich irgendwie nicht gut. Also selbst wenn das gut gemacht wäre, was es ja einigermaßen ist, also jetzt nicht perfekt, aber einigermaßen gut, hat für mich trotzdem nicht gepasst, weil einfach Ezio für mich zu Christina gehört und Christina ist ja gestorben. Na, ist ja klar. Und das ist einfach, gehört einfach mich zusammen und da gibt es auch keine, ne? Und deswegen, ja, und er hatte, und Ezio hatte irgendwie komische Ansichten und seine Eigenschaft, seine Lässigkeit und so, die er so in Brotherhood und Teil 2 hatte, keine Ahnung, ist ihm irgendwie so abgefallen oder so. Der war teilweise ja noch da, keine Frage, aber wenn es dann so zum Ende auch hat und das gesehen dann so ging, dann war das irgendwie nicht so der Brüller. Ansonsten, Prinz Süleyman, sehr geil. Prinz Ahmed, auch ein guter Bösewicht. Endlich mal wie die Reihe schon eigentlich immer war. Guter Böse, richtig guter Hauptbösewicht. Ja, Rodrigo Borgia war cool. Cesare war cool. Al-Mualim war auch cool. Ging zu vielen anderen, fand ich den auch cool. Das Setting war ziemlich cool, Konstantinopel war ziemlich cool. Das mit den Siegeln auch ziemlich cool. Altair-Story mit einbinden, richtig cool, weil Altair einfach. Das ist einfach ein ziemlich geiler Charakter und der hat jede Menge Story eigentlich und Charakter. Irgendwie. Das hat man auch in Teil 1 gesehen, weißt du, und deswegen fand ich Altair schon seit Anfang eigentlich ziemlich cool. Und dass sie den jetzt wieder eingebunden haben, das war meiner Meinung nach das Beste, was ihnen eingefallen konnte, hätte können. In Zusammenhang mit ja, dem letzten Ezio-Teil. Und deswegen ziemlich cool. Was man auch gut, was wir vielleicht ein bisschen vernachlässigt haben, was aber trotzdem schon drin war, was aber vielleicht noch ein bisschen mehr hätte rauskitzeln können, war dieser Konflikt Byzantina und Osmanen und so und die im Zwist liegen und so, wer jetzt Sultan wird, wer nicht und warum hast du nicht gesehen und ne, das war ganz gut drin, das also war schon drin, war eigentlich auch in Ordnung, hätte aber ein bisschen mehr sein können für meinen Geschmack, also es ist persönliche Meinung. Yusuf, cooler Charakter, Assassin, cool, das mit den Assassin-Missionen, Story, diese Story-Mission, das ist auch ziemlich cool. Desmonds Reise war cool, das zwischendurch auch mal hier ein bisschen von Rebecca und Sean und so und William, dass sie ein bisschen geredet haben, dass man so gehört hat, das war auch ziemlich cool. Wie gesagt, Clay war cool und so, also habe ich noch irgendwas, was ich nicht geil fand? fällt mir jetzt auf die Schnelle nicht so viel ein. Ja gut, Bomben. Weiß ich nicht so genau. Also eigentlich so Bomben. Rauchbomben waren so, weißt du, das waren eigentlich schon so. Also generell stehe ich als Assassine, wenn ich ein Assassine spielen will, dann stehe ich Bomben eher negativ da. Stehe ich zu Bomben eher weniger gut oder negativ. Allerdings waren die doch schon recht cool, die Anwendungsbereiche. Allerdings, weißt du, Rauchbomben ist eigentlich schon das oberste der Gefühle. Und man sieht ja dadurch, Pistole, wann habe ich die benutzt? 3-mal. Zum Beispiel Abbas töten oder so. Ja, also, weiß ich jetzt nicht, ob das gemusst hätte. Naja, Geschmackssache. Ja. Ansonsten, im Großen und Ganzen war das Spiel ziemlich geil. Die Story war ziemlich geil. Ich habe ja auch nicht viel mehr gemacht.
bei dem Spiel aber auch irgendwie nicht das Bedürfnis gehabt, auf 100% zu gehen, und das habe ich jetzt immer noch nicht. Ich weiß auch nicht, woran das lag. Also in Brotherhood und Teil 2 war das schon eher so, und in Teil 1 hatte man ja ziemlich schnell die 100%, ne? Und ja. Oder in 4 hat man, habe ich auch das Bedürfnis eigentlich. In 3 habe ich es nie gemacht, auch nie gemacht. Wobei dann 3 eigentlich schon im Großen und Ganzen eigentlich schon kein schlechtes Spiel ist. Wenn man so den Desmond, wenn man so das Desmond-Ding nimmt. Allerdings, naja, egal. Irgendwie streifen ab. Allerdings würde ich einordnen, bisher das schwächste Assassin's Creed. Obwohl es ziemlich gut ist, schon gut ist. Für, also natürlich, ich bin Fanboy, aber für meinen Geschmack war es schon ziemlich gut. Allerdings war es das schlechteste bis jetzt. Also bis Revelations quasi. Ne? Also 1 war besser, 2 war besser, Brother war besser, weil 2 kommt als allererstes, da kommt Brother, dann kommt 1 und dann kommt Revelations bisher. Ja, werdet sehen, wie ich die anderen finde, noch finde. Ändert sich ja vielleicht noch was, kommt dann auch hier Teil 4 noch höher, Unity runter, wie auch immer. Man weiß es ja nicht. Und ja, wir werden jetzt noch Rogue, werden wir natürlich für die Xbox 360 noch spielen, weil es halt nur dafür gibt. Die gibt es ja nicht für die PS4, und wir werden Assassin's Creed 3 für die Xbox 360 spielen, und wir werden dann nach Assassin's Creed 3, das heißt nach dem nächsten Let's Play, werden wir, das sage ich euch schon mal, auf der PS4 weiterspielen, ja. Mit Edward Kenway. Und genau. Ja. Was ich auch sagen kann, ich habe die Uncharted Nathan Drake Collection vorbestellt. Uncharted Nathan Drake Collection, das ist ja Teil 1, 2, 3, 4 PS4 neu remastered, neu gemacht, oder angepasst an PS4 Standards. Und da die Spiele ja ziemlich geil sind und ich keine PS3 hatte früher, weil das sozusagen das erste, die ersten Uncharted für mich, und da wollte ich natürlich von vorne anfangen und für Uncharted 4 vorbereitet sein. Und deswegen kann ich euch sagen, wird es ein Let's Play geben von Uncharted 1, 2, 3 Remastered für die PlayStation 4. Sobald es draußen ist, 7. Oktober ist es draußen. Und dann werde ich dann natürlich direkt das Let's Play anfangen, sobald ich es habe. Ich werde es wahrscheinlich 2 Tage, ich habe es vorbestellt im PlayStation Store. Die normale Edition, glaube ich, keine Ahnung. Ich habe ja, vor allem ich habe vorbestellt, die normale Edition. Und dann, ein paar Tage später, sehe ich irgendwie einen Trailer oder so auf der PlayStation-Seite. Oder irgendwie, keine Ahnung, einen Beitrag auf der PlayStation-Seite von wegen, ja, jetzt kommt die Special Edition von der Nathan Drake Uncharted Nathan Drake Collection. Die Special Edition mit noch irgendwie Booklets, keine Ahnung, irgendwelchen Bildern noch, keine Ahnung, hast du nicht gesehen, ne? Ich irgendwie so, Alter, hätte ich die nicht lieber vorbestellt. Naja, egal, ich kann ja immer noch stornieren und eine neue vorbestellen. Jedenfalls kriege ich die so 2 Tage wahrscheinlich vorher, kann ich mir die downloaden. Ja, mit meiner Bambusleitung wird das dann wahrscheinlich auch 2 Tage dauern, bis ich dann endlich das spielen kann. Und dann werden auch Videos von gemacht, keine Sorge. Das könnt ihr versprechen, werden Videos von gemacht. Und werde ich auch durchspielen. Gucken, wie scheiße ich bin, weil ich bin nicht so der Rätseltyp. Ich bin da ziemlich scheiße, habt ihr auch gesehen gerade. Ich habe erstmal rumgerätselt, wie das überhaupt geht. Habe ich auch so in die Tipptaste gedrückt. Naja, was soll's. Egal, auf jeden Fall werde ich Uncharted machen, die ersten 3 Teile. Und dann 2016 soll ja der 4. rauskommen. Ich weiß gerade nicht genau 2016, deswegen Uncharted 4 wird dann auch kommen. Ich habe schon die E3 Präsentation, beziehungsweise das Gameplay-Ding von der E3 gesehen. Sieht ziemlich geil aus, ganz ehrlich. Nate wieder am geil, also richtig geil, und ich rede mir schon im Mund fusselig, ich trinke mal kurz was. Genau, das habe ich auf jeden Fall geplant noch für dieses Jahr, ansonsten die Assassin's Creed Teile. Batman will ich auch anfangen, und zwar mit Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City. Ich weiß noch nicht, ob ich dann Arkham Origins oder ob ich das zuerst machen soll. Das Problem ist, Arkham Origins habe ich nur für den PC mir mal gekauft, irgendwie im Steam Sale, keine Ahnung, für gefühlte 3 Euro oder so, ja, waren wahrscheinlich 8 oder so, und deswegen weiß ich nicht, soll ich das dann noch machen, vorher oder als drittes oder ganz Ende erst, und
Dann kommt ja Arkham Knight. Habe ich noch nicht gespielt, habe ich auch noch nicht. Will ich mir aber holen. Sieht richtig geil aus. Freue mich richtig drauf, aber nicht für den PC. Schon mal klar. So schlau bin ich auch. Ja, ganz ehrlich. Und ja, ansonsten kann ich mir viel sagen. Ich habe eine kurze Pause gemacht von Video hochladen, jetzt wo ich es gerade aufnehme. Aber ich habe jetzt letzte Zeit viel aufgenommen. Und es muss jetzt alles gerendert werden, alles in Kasten und dann Abpfiff. Ansonsten, was ist eigentlich? Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, kommentiert, abonniert, favorisiert, teilt es auf sozialen Netzwerken, damit ihr Teil meiner Community werdet und natürlich mein Kanal sich vergrößert. Und dann kann man natürlich auch mehr machen, ne? Also, dann ist auch die Möglichkeit, irgendwas zu machen, größer. Ja, ich weiß, ist das schon zu Ende? Ja, ist es, glaube ich, schon zu Ende, deswegen lasse ich es kurz laufen und sag jetzt schon mal, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Man sieht sich beim neuen Let's Play. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.